Shalom, Shalom. Ich komme wieder aus dem herrlichen Uganda und grüße euch herzlichst und vertraue, dass ihr ganz, ganz viel von diesen Tagen der Ermutigung mitnehmt für euren Alltag. Denn ihr Lieben, wir kommen jetzt in eine neue Dimension, wo wir mit den alten Mustern unseres Lebens nicht mehr durchkommen. Wir kommen jetzt in das Zeitalter des Reiches Gottes. Und da müssen wir uns schon jetzt trainieren. Und ich hoffe, dass viele von euch schon die 40 Botschaften Reich Gottes angeschaut haben, die der Pastor Daniel und ich gemeinsam gemacht haben. Ihr könnt sie runterladen. Und bitte, lehrt sie auch euren Kindern. Es sind neue Dimensionen an Denken. Wisst ihr, das größte Hindernis für Gott ist der Herum. Er sagt, wir sollen täglich unser Denken erneuern durch das Wort Gottes, nicht durch das Fernsehen, nicht durch Radio, nicht durch die Zeitungen, sondern durch das Wort Gottes. Und da möchte ich jetzt heute noch als Botschaft geben, Gott hat ein Land weiter Bestimmung. Im Hiob 36, 16 heißt es, auch dich rettet Gott aus dem Rachen der Not. Und ich glaube, das ist ein Wort jetzt für uns. Gott rettet uns aus dem Rachen der Not. Anstelle der Enge schenkt er dir einen weiten Raum. Behaglichkeit in einem reich gedeckten Tisch. Ich sage euch, ich habe heute schon solche Wunder erlebt, dass es wirklich schon schwer zu verkraften ist. Manchmal denke ich, ich bin in einem Märchenfilm. Heute in der Früh drückt mir jemand ein Kuvert in die Hand mit 1500 Euro, damit ich endlich das Pferd für meine Tochter kaufe. Ihr Lieben, wie wichtig ist es, dass wir jetzt ein Pferd haben, das es sich schon jahrelang wünscht, aber inzwischen schon aufgegeben hat. Es wird jetzt Realität. Kurz danach ruft mich mein neu gefundener Sohn, Eddie Kenzo. Ihr werdet noch viel von ihm erfahren. Er ist der bekannteste Sänger in Uganda und schon auf dem Weg, es in Afrika zu werden. Und er singt auch schon in Europa, in Amerika. Ein Mann, der mit 4 Jahren seine Mutter verlor und dann mit seinen 2 Geschwistern auf die Straße entlassen wurde. War 17 Jahre ein Straßenkind und heute hilft er Hunderten von armen Kindern, dass sie zur Schule gehen können, dass sie ihre Talente entwickeln können. Wunderbarer Kerl. Und mit dem war ich letzte Woche unterwegs und dann waren wir in dichtem Verkehr und auf einmal höre ich, juhu! Ich habe gesagt, müssen wir ausstellen? Sagt er, nein, Mama, das sind wir. Der hat in seinem Auto von der Polizei in Uganda so ein System bekommen, ganz laut, dass alle ausstellen. Ja. Dann hat er gesagt, Mama, heute spreche ich mit der Polizei, du bekommst dasselbe in dein Auto. Ich liebe alles Dinge, die ich nicht gebetet habe. Also Gott überwältigt uns mit Freude und mit Frieden und mit Erfüllungen von Träumen. Kurz danach habe ich ein Treffen mit Freunden aus Europa. Dann sagt einer dieser Freunde aus der Schweiz, Maria, ich brauche ein großes Projekt, sonst wird es mir hier langweilig. Dann habe ich gesagt, ja, ein großes Projekt wäre, einen Hafen zu bauen an unserem Land, das wir am See Genezareth haben, und davon träume ich schon lange. Dann sagt er, das wäre ein Projekt für mich, dass ich einen Hafen am See Victoria bauen kann, ein Schiff kaufen und wir können die Leute von Entebbe am Flughafen direkt daher bringen und ein wunderbares Ressort entwickeln. Ich bin wie eine Träumende, ihr Lieben. Gott hat ein weites Land für deine Bestimmung. Und wisst ihr, für Gott ist wirklich nichts unmöglich. Also gar nichts unmöglich. Es heißt im Matthäus 4,4, Jesus lebte von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kam. Und dieses Wort, das aus dem Munde Gottes kam, war für ihn Gesetz. Die Gesetze von Menschen konnten ihn nicht einschüchtern. Er war Gott gleich, deshalb konnte er loslassen. Alle diese Dinge, die ich heute jetzt erlebt habe, das waren keine Wünsche, auf denen ich bestanden habe. Zum Beispiel, das Pferd meiner Tochter haben wir schon jahrelang aufgegeben. Und jetzt wird es Realität. Dieser Hafen am See, das war ein Wunsch schon viele Jahre, aber ich habe immer gesagt, Herr, lege ich auf dein Konto, das musst du erledigen. Und jetzt wird es erledigt.
Also Jesus lebte von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kam. Er war Gott gleich und deshalb konnte er loslassen. Und ihr Lieben, wir sind Gottes Kinder. Wir sind Prinzen und Prinzessinnen. Wir gehören zur himmlischen Royalität. Und da steht dann im, sage ich euch gleich, wo das steht, in Philipper 2, 5 bis 10a, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie alle beugen. Ja, ihr Lieben, im Johannesevangelium 15, 4 bis 5 sagt die Bibel uns, bleibt in mir, bleibt in Jesus und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ihr Lieben, es geht um diese innigste Herzensbeziehung zwischen Jesus Christus und dir. Das Wort Gottes klingt so einfach und doch ist es so schwer, im Alltag zu leben. Es ist oft so viel Stolz und Unabhängigkeit in uns, dass es uns schwerfällt, in allem und alle Zeit in dieser Verbindung und Abhängigkeit von Gott zu leben. Aber genau das ist das Geheimnis eines fruchtbaren Lebens. Sonst ist dein Leben wahrscheinlich furchtbar, aber das muss verändert werden. Nicht furchtbar soll dein Leben sein, sondern fruchtbar. Und da möchte ich euch eine Geschichte vorlesen von einer lieben Bekannten in der Wiener Gegend, die neben einem Weinberg wohnt. Und im Frühjahr, bevor die Winzer kamen, um die Rebstöcke zu beschneiden, holte sie sich einige große Zweige, die sie mit Wasser in eine Vase in ihr Wohnzimmer stellte. Sie war überrascht, als die Zweige zu treiben begannen. Doch bei dem guten Licht der Wärme und dem Wasser, das sie regelmäßig wechselte, war es eigentlich nicht überraschend. Die Zweige fingen nicht nur an, Blätter zu treiben, sondern auch zu blühen. Begeistert über ihren Erfolg stellte sie die Vase nun jeden Tag bei Sonnenschein auf die Veranda in die frische Luft und erwartete, dass auch die Bienen kämen, um die Blüten zu bestäuben. Doch zu ihrer großen Enttäuschung fingen die Zweige an zu faulen und die Blüten fielen ab. Dies war für sie ein geistliches Bild und Gott erinnerte sie an die Schriftstelle aus Johannes 15, 4 bis 5. Bleibt in mir. Sie hat die Zweige abgeschnitten. Sie hat sie getrennt von der Quelle. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht bringen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und wenn ich mir die Welt anschaue, besonders die westliche Welt, dann habe ich den Eindruck, dass die westliche Welt sehr bemüht wurde, oder sehr bemüht war, die letzten Jahrzehnte, unabhängig von Gott. Unabhängig von Gott. Fruchtbar zu sein. Nur ein kleines Beispiel. Jede Quelle, die ich hier bohre in Afrika, von jeder Quelle nehme ich ein Muster des Wassers mit nach Europa und gehe zu einem dieser Büros, wo sie diese Wasser prüfen. Und mit jedem Wasser habe ich noch die gleiche Antwort bekommen. Wo hast du dieses Wasser her? Sage ich, wieso? Was ist los? Na bitte, sag uns, wo ist das Wasser her? Sag ich, ja, stimmt was nicht. Sagen sie, na, so ein Wasser findest du in ganz Europa nicht mehr. Sag ich, wieso nicht? Sagen sie, das Wasser ist so ausgewogen, so balanciert,
so gesund, das kann nicht von Europa sein. Sag ich, es ist von Afrika. Sag ich, ja, dann stimmt's. In Europa ist das Wasser bereits verdorben, das Grundwasser. Und zwar durch die vielen Kunstdünger. Auch sonst. Viel, was wir in die Erde gegossen haben, auch Medikamente, die durch Urin in die Erde gekommen sind, sorgen heute schon dafür, dass viele Frauen unfruchtbar werden. Wir haben die Welt ruiniert mit unserem schnell, schnell, schnell. Amen. Also ihr Lieben, Gott hat uns geschaffen, damit wir in einer ununterbrochenen Herzensbeziehung mit ihm leben und somit immer an der wahren Quelle des Lebens bleiben. Sein Leben soll durch uns fließen, damit Frucht entsteht. Und zwar Frucht, die bleibt. Erst wenn wir unsere Bedürftigkeit erkennen, ihr Lieben, erst wenn wir erkennen, dass wir Gott brauchen. Und ich glaube, in dieser Corona-Krise hat Gott uns jetzt bewiesen, wie sehr wir Gott brauchen. Aber leider noch nicht alle. Dann kommen wir zur Ruhe. Dann fällt es uns immer leichter, im Herrn und in seinem Wort zu bleiben. Denn nur aus diesem Wort dürfen und sollen wir leben. Auf seine Verheißungen dürfen wir uns stellen, auf seine Zusagen dürfen wir bauen, auf nichts anderes. Ihr Lieben, bleibt in Jesus. Und das wirst du nur bleiben, wenn du das brauchst. Dann im Prediger 19 heißt es, tu alles, was du mit deiner Kraft bewirken kannst. Denn wenn du erst einmal einem Totenreich bist, gibt es weder Tun noch Gedanken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Für mich drückt dieser Vers Leidenschaft aus. Das ist allerdings ein großer Unterschied zur Anstrengung, wo es in erster Linie um unser gutes Werk geht. Menschen, die nur ein Interesse an ihrer Bestimmung und Berufung haben, werden nicht weit kommen. Ein leidenschaftlicher Mensch übertrifft alle, die nur interessiert sind. Gut, Jesus Christus hätte nie den Weg zu unserer Erlösung gehen können, wenn er lediglich an uns interessiert gewesen wäre. Es brauchte seine leidenschaftliche Liebe zu uns, die ihm die Kraft gab, durchzuhalten, alles durchzustehen und nicht aufzugeben. Ohne Leidenschaft wurde noch nie etwas erreicht, was von Bedeutung gewesen wäre. Wisst ihr, ich habe im Hebräerbrief gelesen, dass Jesus durch die Freude, die vor ihm lag, das Leid ertrug. So, Herr, was war die Freude, die vor dir lag? Hat er gesagt, du. Was? Ich? Meine Braut. Ich habe den Preis bezahlt für meine Braut. Ihr Lieben, Jesus liebt dich und mich leidenschaftlich. Für ihn ist kein Preis zu hoch. Also wenn du Leidenschaft in deinem Leben unterdrückst, wenn du das unterdrückst, was deine Leidenschaft entfacht, dann ignorierst du das große Potenzial, mit dem Gott dich ausgestattet hat. Deshalb überlege, was macht mir Freude? Was begeistert dich? Was bringt dich zum Lachen, in Schwung? Was malt dir ein Lächeln aufs Gesicht? Wovon bist du richtig überzeugt? Und auch umgekehrt, was macht mich wütend, bringt mich zum Weinen, lässt mich wirklich unzufrieden werden? Alle diese Gefühle können gute Hinweise auf deine Leidenschaft sein. Wenn man von etwas überzeugt ist, dann setzt man es beharrlich in die Tat um. Und das, was Leidenschaft und Eifer in dir weckt, ist der Hinweis auf deine Bestimmung. Gott sagte im 5. Mose 10, 12 zu seinem Volk Israel: Und nun Israel, was verlangt der Herr, dein Gott, von dir? Er verlangt von dir nur, dass du ihn achtest, dass du nach seinem Willen lebst, dass du ihn liebst und ihm mit ganzem Herzen und mit aller Kraft dienst. Wenn nichts anders, zumindest das sollte unsere Leidenschaft sein. Ihr Lieben, Gott kann die Welt nur verändern mit Menschen, die Gott mehr lieben als alles andere und die Sünde mehr hassen als alles andere. Und da möchte ich jetzt wieder eine Geschichte erzählen, muss ich erzählen. Als Gott mich rief zu predigen und ich gesagt habe, Herr, ich bin eine Frau, darf ich überhaupt predigen? Hat der Vater gesagt, ich habe schon durch Esel gesprochen.
hat mich freigesetzt. Wenn Gott doch Esel sprechen kann, kann er doch Frauen sprechen. Und da habe ich gesagt, aber Herr, außerdem bin ich keine Theologin, sagt er, war ich auch nicht. Sage ich, ja, was soll ich dann tun? Sagt er, Geschichten erzählen. Und jetzt habe ich wieder eine Geschichte. Von einem 11-jährigen Sohn eines Pastors, der schon von klein auf voller Leidenschaft für verlorene Menschen war. Jeden Sonntagnachmittag gingen er und sein Vater nach dem Morgengottesdienst in die Stadt, um Traktate mit der Botschaft, mit der frohen Botschaft von Jesus Christus zu verteilen und mit Menschen über den Glauben ins Gespräch zu kommen. An jenem besonderen Sonntagnachmittag, als es wieder an der Zeit war zu gehen, war es draußen sehr kalt und es regnete stark. Der Junge zog sich fest an und ging zu seinem Vater und sagte, okay Papa, ich bin bereit. Der Pastor fragte ihn, bereit für wofür? Ja Papa, es ist doch Zeit, dass wir in die Stadt gehen, um wie jeden Sonntag Menschen von Jesus zu erzählen. Der Vater antwortete, mein Sohn, es ist furchtbar kalt draußen und es schüttet entsetzlich. Lass uns heute hier bleiben. Nächsten Sonntag können wir wieder gehen. Der Sohn schaute den Vater sehr überrascht an und fragte, aber Papa, kommen die Leute nicht in die Hölle, wenn es regnet? Sein Vater erwiderte, mein Sohn, bei diesem schlechten Wetter gehe ich nicht hinaus. Verzweifelt bat der Sohn, Papa, bitte, darf ich dann alleine gehen? Der Vater zögerte ein wenig, dann sagte er, na gut, du kannst gehen, aber bitte pass auf dich auf. Hier sind die Traktate. Danke, Papa. Und schon war er draußen im Regen. Der 11-Jährige ging mit schnellen Schritten in die Stadt, klopfte an Türen und gab den Menschen, die die Türen öffneten, ein Traktat mit der guten Nachricht. Nachdem er 2 Stunden im Regen herumgestapft und schon bis auf die Knochen durchnässt war und fror, hatte er nur noch ein Traktat übrig. Er blieb an einer Straßenecke stehen und wartete, ob noch eine Person käme, der die Broschüre geben konnte, aber niemand tauchte auf. Daraufhin marschierte er zum ersten Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite, ging den Gartenweg entlang und läutete an der Haustür. Niemand antwortete. Noch mehrere Male klingelte er, aber niemand kam, um ihm die Tür zu öffnen. Er wollte schon weggehen, aber etwas hielt ihn dort. So läutete er nochmals lange und klopfte anschließend ganz laut an die hölzerne Eingangstür. Als er eine ganze Weile gewartet hatte, öffnete sich die Türe langsam. Eine ältere, sehr traurig aussehende Frau schaute vorsichtig heraus. Sie fragte ganz sanft, »Mein Junge, was kann ich für dich tun?« Mit leuchtenden Augen und einem freundlichen Lächeln, das die Welt dieser traurigen Frau erhellte, sagte der kleine Junge, »Liebe Frau, es tut mir leid, wenn ich Sie gestört habe, aber ich wollte Ihnen einfach sagen, dass Jesus Christus Sie wirklich liebt und ich bin gekommen, um Ihnen dieses Traktat zu schenken. Darin können Sie alles über Jesus Christus und seine große Liebe für Sie nachlesen.« Er drückte ihr die Broschüre in die Hand und verließ das Haus. Die Frau rief dem Jungen noch nach, »Danke, mein Junge, Gott segne dich.« Am folgenden Sonntag im Gottesdienst fragte der Pastor, der Vater des Jungen, »Ist heute jemand hier, der ein Zeugnis zu erzählen hat?« Langsam kam eine ältere Frau aus der hintersten Reihe nach vorne. Sie strahlte über das ganze Gesicht, als sie begann, ihre Geschichte zu erzählen. »Niemand in dieser Kirche kennt mich. Ich war noch nie vorher in diesem Gotteshaus. Vorletzten Sonntag war ich auch kein Christ. Mein Ehemann ist vor einigen Monaten gestorben und seither bin ich ganz alleine auf dieser Welt. Am letzten Sonntag, der besonders kalt und nass war und grau war, konnte mein Herz mit der Einsamkeit nicht mehr fertig werden und ich hatte keinen Willen mehr, so weiterzuleben. Deshalb habe ich mir ein Seil und einen Stuhl geholt und bin auf den Dachboden gegangen. Ich war so einsam und verzweifelt. Mein Herz war völlig zerbrochen. Ich wollte einfach nicht mehr weitermachen.
Ich hatte den Strick schon um einen Dachbalken gebunden, stand auf dem Stuhl und war gerade dabei, das Seil um meinen Hals zu legen. Da klingelte es an meiner Türe. Ich dachte mir, ich warte ein bisschen, die Person, die geklingelt hat, wird sicher gleich wieder weggehen. Doch das Klingeln an meiner Türe war immer fordernder und hörte nicht auf. Und dann hat diese Person auch noch angefangen, ganz fest an meine Türe zu klopfen. Meine Gedanken waren, wer in aller Welt könnte das nur sein? Niemand läutet sonst an meiner Tür oder kommt mich besuchen. Daraufhin habe ich das Seil von meinem Hals entfernt, bin hinunter zur Tür gegangen und habe die langsam aufgemacht. Zu meiner großen Überraschung stand ein kleiner Junge vor mir mit einem wunderbar strahlenden Gesicht wie ein Engel. Ich habe noch nie ein so freundliches Kind gesehen. Ich wollte meinen Augen nicht trauen. Die Worte, die der Junge zu mir sprach, brachten mein Herz mit einem Mal zurück ins Leben. Denn er sagte mit einer Engelstimme, liebe Frau, ich bin nur gekommen, um Ihnen zu sagen, dass Jesus Christus Sie wirklich liebt. Dann gab er mir das Traktat, das ich jetzt in meinen Händen halte. Als der kleine Engel wieder im kalten Wind und Regen verschwunden war, habe ich meine Türe wieder geschlossen und langsam jedes Wort in der Broschüre gelesen. Dann bin ich auf meinen Dachboden gestiegen, um meinen Stuhl und das Seil wieder herunterzuholen. Das brauchte ich jetzt nicht mehr. Liebe Gemeinde, seht, ich bin jetzt ein fröhliches Kind des Königs. Auf der Rückseite des Traktats stand die Adresse dieser Kirche. Und deshalb bin ich heute persönlich gekommen, um dieser Gemeinde und dem jungen Engel, der genau im richtigen Augenblick zu mir gekommen ist, von Herzen zu danken. Meine Seele wurde dadurch vor der ewigen Verdammnis gerettet. Es gab einen Augenblick, kein trockenes Auge in der Gemeinde. Als die Menschen anfingen, Gott zu danken und zu loben, ging der Pastor zu seinem kleinen Engel, der in der ersten Reihe saß, umarmte ihn und weinte von ganzem Herzen. Er war unglaublich glücklich, dass sein Sohn nicht von Kälte, Wind und Regen hatte abhalten lassen und seiner Leidenschaft für verlorene Menschen nachgegangen ist. Auch der Vater im Himmel erlaubte seinem Sohn, in diese kalte, dunkle und unfreundliche Welt zu kommen. Nach seiner Zeit hier auf Erden hat er seinen Sohn mit großem Jubel und allen Ehrungen im Himmel wieder aufgenommen und hat ihm alle Vollmacht und Autorität im Himmel und auf Erden übertragen. Edison, der Erfinder der Glühbirne, hat hunderte von Versuchen gebraucht, bis es ihm endlich gelang, einen Glühfaden zum Glühen zu bringen. Was war sein Erfolgsrezept? Er hat nicht aufgegeben. Als er zwischenzeitlich glaubte, endlich einen Durchbruch erreicht zu haben, brannte seine Fabrik ab. Übrigens soll er, als das Feuer gerade am wildesten tobte, gerufen haben, wo ist meine Frau? Holt sie, denn so ein Feuer wird sie nie mehr sehen. Als nur noch die Grundmauern standen, wandte er sich an seine Mitarbeiter und fragte, so, und wer fängt jetzt mit mir wieder von vorne an? Ihr Lieben, das ist Leidenschaft. Ein halber oder ein lauwarmer Christ ist ein ganzer Mist. Ohne Leidenschaft ist der Mensch nur eine latente Kraft wie ein Feuerstein, der auf den Schlag des Eisens wartet, um seine Funken zu versprühen. Erlaube der Leidenschaft in dir Feuer zu fangen und dich deiner Berufung entgegenzuführen. Wisst ihr, ein halber Christ, man kann auch nicht halb schwanger sein, man kann nicht halb verheiratet sein. Manche leben zwar so, aber das ist keine Ehe. Einer der herrlichen Aspekte Gottes ist seine Schöpfungskraft. Deshalb haben wir alle andere Leidenschaften, begeistern uns für unterschiedliche Dinge. Und das ist gut. Doch Kreativität braucht Freiheit. Sehen wir diese Kreativität in unserem Leben, in unserer Anbetung? Echte Anbetung braucht Freiheit. Sie darf Ausdruck unserer Individualität sein. Wir sind verschieden. Es ist unsere Tendenz, alle gleich machen zu wollen. Das verstehen wir dann,
als menschliche Harmonie. Gottes Ordnung ist jedoch Harmonie in der Verschiedenheit. Und das braucht Freiheit. Denken wir an ein Orchester mit vielen verschiedenen Instrumenten. Alle sehen anders aus, werden anders gespielt und hören sich anders an. Aber durch ihre Verbundenheit und ihre Ausrichtung auf den Dirigenten werden sie eine herrliche Harmonie. Ein wunderbares Ganzes. Wir alle haben andere Leidenschaften, denen wir in Freiheit und Kreativität nachgehen sollen. Und dann dürfen wir uns erwaschen lassen und staunen, was der Herr daraus macht. Ja, also wisst ihr, viele haben Träume, aber es kommt dann ganz anders, wie sie es vorstellen. Und da habe ich auch eine Geschichte, die ich euch vorlesen möchte. Die Träume von zwei Bäumen. Gott sieht den Herzenswunsch, den du hast. Und er wird ihn erfüllen, aber wahrscheinlich nicht genauso, wie du dir es vorstellst. Auf einer Wiese standen zwei Bäume. Jeder konnte sich für etwas anderes besonders begeistern. Der erste Baum liebte den Abendhimmel mit den vielen Sternen, weil sie wie kostbare Edelsteine funkelten. Darum wünschte er sich, dass aus seinem Holz einmal eine Schatzkiste gemacht würde, wenn er gefällt würde. Und in ihr sollte dann der wertvollste Schatz der ganzen Welt liegen. Der zweite Baum sah gern auf die Sonne mit ihren hellen, warmen Strahlen. Er streckte ihr seine Äste und Zweige entgegen. Darum hatte dieser Baum nur einen Wunschtraum. Er wollte für immer an seinem Platz stehen bleiben. Seine Äste und Zweige wollte er der Sonne immer weiter und weiter entgegenstrecken. Er wünschte sich, dass aus ihm der größte Baum der Welt würde. Die Menschen sollten staunen, wenn sie ihn anschauten. An seinem Stamm sollten sie bis in den Himmel hinaufblicken. Dann würden sie die Sonne sehen und an Gott denken, der die ganze Welt liebt. Aus dem Holz des ersten Baumes wurde jedoch keine Schatzkiste, sondern eine Futterkrippe. In einem Stall stand sie, wo Ochs und Esel daraus fraßen. Doch eines Nachts legten Maria und Josef das neugeborene Jesuskind in diese Krippe. Sie sagten zu ihrem Baby: Du, Jesus, bist unser Schatz. Du bist unser Augenstern. Und wir lieben dich von ganzem Herzen. So ging der Traum des ersten Baumes doch in Erfüllung. Denn der wertvollste Schatz der ganzen Welt lag in der Futterkrippe. Es war Gottes Sohn, der kleine Jesus. Und was wurde aus dem Traum des zweiten Baumes? Der zweite Baum wollte ja eigentlich für immer an seinem Platz stehen bleiben und zum größten Baum der Welt werden. Die Menschen sollten an Gott denken, wenn sie ihn anschauten. Doch er wurde gefällt und aus seinem Holz wurden schwere Balken gesägt. Lange lagen sie auf einem Haufen an der Erde. Doch an einem Freitagmorgen wurden sie schließlich gebraucht. Menschen kamen und zimmerten daraus ein Kreuz. Jesus, der Sohn Gottes, trug es. Er wurde ans Kreuz geschlagen und starb daran. Doch er stand am Ostermorgen von den Toten auf. So hat sich auch der Traum des zweiten Baumes erfüllt. Zwar wurde er nicht zum größten Baum der Welt, aber aus seinem Holz wurde das größte Zeichen der Welt, das Kreuzzeichen. Es erinnert uns an Jesus und an das, was er gesagt und getan hat. Jesus hat uns gezeigt, wie sehr uns Gott liebt. Am Kreuz können wir direkt hinauf in den Himmel schauen. Das Wichtigste ist und bleibt, ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. 5. Mose 6, 5. Und jetzt möchte ich euch noch etwas sagen, was sehr dazu beitragen wird, dass du der Mensch sein kannst, von dem Gott träumt. Und da braucht es eine besondere Eigenschaft und die heißt: Werde ein Geber. Die meisten Menschen auf dieser Welt sind Konsumenten geworden. Alles muss sie glücklich machen. Ein Geber hat zum Ziel, andere glücklich zu machen.
Also das Motto der selbstbezogenen, egoistischen Menschen ist, ich, mich, meiner, mir. Herr, segne doch uns für. Amen. Alles dreht sich, muss mich glücklich machen, mir dienen, mich befriedigen, meine Sehnsüchte und Wünsche erfüllen. Andere wiederum denken oft, wenn ich nur dies oder das hätte, dann könnte ich das tun, was Gott mir aufgetragen hat. Wenn es anders wäre, als es ist, dann könnte ich dem Herrn Jesus dienen. Wir haben lauter Ausreden, ihr Lieben. Die Bibel sagt uns, dass wir großzügig und gerne geben und nicht uns selbst ins Zentrum stellen sollen. Wir sollen reichlich sehen und dann uns überraschen lassen. Ich glaube, Gott ruft wieder die ganzen Menschen in eine Nachahmung Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er uns sein Kostbarstes gab. In 2. Korinther 9, 6 bis 8, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Und ihr Lieben, da denkt man immer nur ans Geld. Aber ich glaube, in unseren Tagen ist es auch ganz wichtig, Zeit zu haben für Menschen. Zuzuhören. Sie aufbauen mit Worten des Lebens. Es braucht oft gar kein Geld, um Menschen hinzuführen wieder in eine Liebesbeziehung mit Gott. Sprüche 11, 24 bis 25. Wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. In Lukas 6, 38. Wenn ihr gebt, werdet ihr erhalten. Wenn ihr verschenkt, was ihr verschenkt, wird zusammengepresst und gerüttelt, in einem vollen, ja überreichlichen Maß zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Jesaja 58, 10. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Ihr Lieben, wahre Größe zeigt sich darin, dass man in kleinen Dingen großartig und großzügig ist. Jeder von uns hat Saatgut. Und damit ist nicht nur mit Materielles gemeint, wie ich schon gesagt habe. Zuhören ist so ein großes Geschenk für viele Menschen. Einfach Zeit verbringen, zu helfen, kleine Sachen, eine Tasche tragen, jemandem über die Straße helfen. Ja. Du hast Gaben und Talente, du hast gute Worte, mit denen du andere ermutigen kannst und du hast Zeit. Fang einfach mit dem an, was du hast. Also niemand kann glücklich werden, wenn er nicht gelernt hat, das zu gebrauchen und für Gott einzusetzen, was er bekommen hat. Mach dir keine Sorgen über das, was du nicht hast. Noch nie hat jemand Erfolg gehabt, der immer gewartet hat, bis alle Bedingungen absolut günstig waren. Fang an zu geben. Galater 6, 7, b bis 8. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wer nur nach seinen sündigen Neigungen lebt, wird sich damit selbst zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Aber wer lebt, um dem Geist zu gefallen, wird vom Geist das ewige Leben haben. Amen. Amen. Halleluja. Ja, da möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen, die mir erzählt wurde. Ein Mann kam aus einer Abendsitzung auf den Parkplatz, um heimzufahren. Und da sagt Gott zu ihm, nimm ein Streichholz, er hatte ein Streichholz in einem Auto, nimm ein Streichholz, geh zu der nächsten Telefonkabine. Da drinnen ist ein Mann, zünde das
Zündholz an und sagt, das Licht ist stärker wie die Dunkelheit. Ihr Lieben, er war gläubig, er war gehorsam. Er hatte keine Ahnung, wer da drinnen ist oder ob jemand drinnen ist. Er ging hin zum Telefonautomaten, da war ein Mann drinnen. Macht die Tür auf, er zündet ein Streichholz an und sagt, das Licht ist stärker als die Finsternis. Der Mann sagt, wieso wussten Sie das jetzt? Sagt er, ich weiß gar nichts. Ich wollte gerade den letzten Anruf an meine Frau machen. Ich wollte heute Selbstmord begehen. Sie sind ein Engel von Gott. Er konnte diesen Mann zu Jesus führen. Der Mann wäre auf ewig in der Hölle verdammt gewesen. Er war kein Christ. Aber dieser Mann, durch seinen Gehorsam, ein Zündholz anzuzünden und diese Worte zu sagen, ohne Hintergrund, ohne irgendwelche Erklärungen, hat diesen Mann auf Ewigkeit das Leben gerettet. Und so, ihr Lieben, wenn die kleinsten Gehorsamschritte können unwahrscheinliche Auswirkungen haben. Unwahrscheinliche. Und wenn du mal sehen anfängst, ihr Lieben, dann bitte denkt da nicht, dass die Woche drauf schon die Ernte ist. Zwischen Saat und Ernte ist meistens eine lange Zeit. Oft viele Jahre, oft Jahrzehnte. Oft Jahrzehnte. Ich kann mich erinnern, ich war als Kind unwahrscheinlich unsicher und glaubte, also ich habe überhaupt nichts Hervorragendes, keine Talente, die ich erkennen konnte. Und war eigentlich ein Aschenbuttel, ein Mauerblümchen. Und dann gebe ich meiner Direktorin von der Hauptschule das Poesiealbum. Dann schreibt diese liebe Frau Direktor da hinein, Maria Luise, so ist mein ganzer Name, Gott hat dir viele Gaben und Talente gegeben, wuchere mit ihnen und du selbst und andere werden dadurch glücklich werden. Und dann habe ich gesagt, was? Die Frau Direktor sieht in mir Gaben und Talente. Wisst ihr, das waren Worte des Lebens. Vielleicht hat sie das in jedes Poesiealbum geschrieben. Aber bei mir hat es eingeschlagen. Ich sage, wenn die Frau Direktor das sieht, das sind ja gescheite Leute. Wir haben damals noch geglaubt, dass diese Autoritäten uns überlegen sind. Dann muss ich das suchen. Wo sind meine Gaben und meine Talente? Und ich muss euch sagen, ich habe gleich einmal entdeckt, ich bin eine Ermutigerin. Dann habe ich angefangen, Leute zu ermutigen. Ich habe angefangen, Blumen zu verschenken, Kärtchen zu schreiben und den Leuten zu geben. Ich habe mit meiner Ermutigung gewuchert. Und heute bekomme ich so viel zurück, so viel an Liebe zurück und werde permanent ermutigt von Gott und von den Menschen. Ja, und wisst ihr auch zum Beispiel, Eheleute, ermutigt euch gegenseitig. Sprecht Gutes übereinander aus, über eure Kinder. Ich spreche dauernd aus, dass meine Kinder mich weit übertreffen werden mit dem, was Gott durch sie leisten wird. Und ich sehe es jetzt schon. Meine Tochter Angel, wie das diese ganze Covid angefangen hat, hat sie gesagt, Mama, ich möchte einen YouTube-Channel. Sag ich, wie bitte? Wofür? Sagt sie, Mama, jetzt müssen wir die Menschen ermutigen, zu Gott zu kommen. Und dann haben wir ihr diesen Channel gegeben. Ihr Lieben. Sie übertrifft jetzt ihren Bruder, sie übertrifft die besten Sprecher hier. Und sie hat eine Freude und ich spüre, wie die Gabe, Menschen durch Anbetung zu Gott zu bringen, wie das durch sie fließt. Ja? Also ich rate euch, werdet ein Geber. Manche Leute können fantastisch kochen. Ja, muss ich noch ein Beispiel erzählen. Meine Mama war eine sehr wunderbare Mutter, immer zu Hause. Ich kann mich kein einziges Mal erinnern, dass ich nach Hause kam und meine Mama war nicht da. Und mein Vater wollte, dass sie immer da ist, wenn er kommt. Bei ihrem Begräbnis waren über 1000 Leute in einer großen Basilika. Der Bürgermeister unserer Stadt Innsbruck und andere hohe Würdenträger.
Und dann bin ich nachher zum Begräbnis zu denen hin und habe gesagt, habt ihr meine Mutter gekannt? Sagen sie, ja, sehr gut. Sag ich, meine Mutter war nie in der Öffentlichkeit. Wie konntet ihr meine Mutter kennen? Haben sie gesagt, ja. Aber die hat unsere Geburtstage gewusst, die hat Weihnachten gewusst und die hat uns die besten Kuchen gebracht, die man sich vorstellen kann. Mit dem Rad ist sie gekommen und hat uns diese Kuchen gebracht. Wir haben jahrelang die Kuchen deiner Mutter gegessen. Und damit hat sie immer schöne Kärtchen dazugegeben und damit hat sie uns unwahrscheinlich viel Freude bereitet. Mit Kuchen. Das war die einzige Gabe, mit denen sie wuchern konnte, in dem Rahmen, in dem sie war. Fang an, mit dem zu wuchern, was du kannst. Frag Gott und sag ihm mal, zeig mir, wo sind meine Gaben? Und du wirst staunen, was Gott dir zeigen wird. Muss nichts Großartiges sein. Aber es ist eine Zeitspanne zwischen Säen und Ernten. Aber die Ernte kommt. Ja? Ja, was soll ich euch noch sagen? Geben, also das Geben, zuerst einmal, gib dich hundertprozentig Gott an seine Berufung. Gib dich Gott, stell dich ihm zur Verfügung für das, was er von dir geträumt. Und dann diene den Geschwistern. Und indem wir dem Herrn gehorchen, danken, ihn loben und ihm geben, das ist Samensäen. Indem wir unser ganzes Vertrauen auf Jesus setzen, das ist eine gute Ernte. Wenn wir mit den Verheißungen Gottes in unserem Herzen und mit unserem Mund leben, das ist gute Samensäen. Mit dem Zehnten und mit Opfergaben. Ihr Lieben, fangt an, den Zehnten zu geben, und zwar am besten vom Bruttogehalt. Denn dann kriegst du den Bruttosegen. Und dann wird Gott dich so segnen, dass du nicht mehr weißt, wohin damit. Ich erlebe es. Fang an, Israel zu segnen. Bete für Israel. Dann fang an, den Armen zu geben. Denn was wir den Armen schenken, das leihen wir Gott. Der lässt sich nichts schuldig bleiben. Dann können wir Samen sehen durch Fürbitte, durch aufbauendes, positives, glaubensvolles Denken und Sprechen. Durch Dankbarkeit, durch Bestätigung, durch Lob, durch Liebe, durch Freude, durch Lachen. Durch Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Großzügigkeit, indem wir in echte Freundschaft investieren. Wenn wir vergeben und Zeichen von Liebe setzen. Wenn wir Wort halten und zuverlässig sind. Das sind gute Samen. Aber wisst ihr, wir können auch schlechte Samen sehen. Durch negative Worte, durch negative Gedanken und Taten. Wenn wir im Widerspruch zu Gottes Wort denken, sprechen und handeln. Wenn wir murren, knurren, jammern, schimpfen, nörgeln, kritisieren. Das sind schlechte Samen. Wenn wir andere richten, häufig haben wir selbst das Problem, über das wir uns erheben. Im Römer 2,1 lesen wir das. Das, was wir an uns, an anderen am meisten stört, ist unser Problem. Wir sehen schlechte Samen durch Unzuverlässigkeit, durch Untreue, durch Rebellion, Lügen, Stehlen, Unzufriedenheit, Unvergebenheit, Nachtragen, Kritik. Ihr Lieben, die Saat kommt. Und zwar immer später und immer mehr, als wir gesät haben. Und du hast es in deiner Hand, welche Saat in deinem Leben aufgehen soll. Ich muss euch noch etwas erzählen von meiner Angel. Wisst ihr, ich lebe mit vielen Kindern immer hier in diesem Werk, aber mit meiner Angel lebe ich halt tagtäglich, ja, und darum kenne ich sie sehr gut. Die anderen Kinder haben andere Mütter. Aber meine Angel, sie war 5, 6 Jahre alt am Gebetsberg und ein Mann kam aus der Nachbarschaft und ich habe nur zur Angel nebenbei gesagt, Angel, das ist ein armer Mann, der hat viele Kinder und sie sind auch in deinem Alter. Ganz arm sind die. Und sie verschwand. Kurze Zeit danach kam sie mit so einem Stapel ihrer schönsten Kleider. Ich wollte sagen, Angel, bitte trag das zurück. Alle Kleider, die ich an ihr besonders geschätzt habe, hat sie zusammengepackt, schön gefaltet und diesem Mann geschenkt.
nachdem der Mann gegangen war und ich wirklich ein bisschen traurig war. Die Kleider habe ich hier gekauft, meine Freunde hier gekauft. Hübsche, schöne, teure Kleider. Sag ich, Angel, warum hast du das alles hergeschenkt? Sagt sie, Mama, ich krieg doch noch viel Besseres von Gott. Wenn wir geben, dann empfangen wir. Das hast doch du mir gelernt, Mama, sage ich. Jawohl, Angel, gut. Und es ist heute so. Sie bekommt so viel geschenkt und noch viel schönere, als sie hergegeben hat. Ihr Lieben, lehrt eure Kinder zu geben, bis es weh tut. Gott hat mich gelehrt zu geben, bis es weh tut. Dann ist der Segen geflossen, wie ich es mir noch nie hätte vorstellen können. Ja, also wirklich, kauft euch das Buch, komm in deine Bestimmung. Gott hat dich als Original erschaffen, stirb nicht als Kopie. Ich vertraue dir, dass du ein herzhafter Geber wirst. Und frag Gott, es ist nicht unbedingt Geld. Es ist dein ganzes Leben, Gott zu geben, ihm zur Verfügung zu stellen. Und dann in den guten Werken wandeln, die er vorbereitet hat. Und du wirst sehen, was da auf dich zurückkommt. Schenke, schenke, schenke. Und du wirst empfangen, empfangen, empfangen. So, jetzt möchte ich noch etwas hinzufügen. Ich möchte euch gleich eine Gelegenheit geben, zu geben. Ich bitte euch, wenn ihr gesegnet wurdet durch diese YouTubes, dann bitte ich euch, dass ihr den Herrn fragt, wie viel und ob ihr geben sollt. Und wenn der Herr zu euch spricht, dann gebe ich euch verschiedene Möglichkeiten zu geben. Bitte bezahlt alles auf die Konten, die da drunter stehen, entweder Deutschland, Österreich, Schweiz sein. Ihr bekommt eine Spendenbescheinigung. Und ich gebe euch jetzt, also ich werde es teilen mit dem Haus des Lebens und auch mit der Gemeinde Strahlen der Freude. Aber wir haben uns beschlossen, wegen der Einfachheit halber, dass wir alles auf Vision für Afrika einzahlen. Ihr könnt euch entscheiden, ein Kind zu unterstützen in Uganda. Wir haben gerade jetzt ein Programm. Gott hat uns zu den Prostituierten geführt. Viele, viele Prostituierte in Uganda sind nur auf der Straße, um Geld für ihre Kinder zu verdienen, damit sie sich ernähren können. Und wir wollen diesen Kindern jetzt eine Gelegenheit geben, in die Schule zu gehen. Und wir wollen diesen Kindern eine Gelegenheit geben, ein neues Leben zu beginnen. Und wir wollen diesen Frauen eine Möglichkeit geben, einen Beruf zu erlernen. Friseurin, Schneiderin, Köchin, wir haben schon große Pläne, wo wir hier vertrauen, dass Gott eine Lösung findet für diese Frauen. Die wollen nämlich alle aufhören, wenn sie eine Gelegenheit hätten, eine andere Arbeit zu tun. Und mehrere Frauen haben mir gesagt, ich vertraue nur, dass meine Kinder nie herausfinden, was ich in der Nacht mache. Ja, ihr Lieben, aber ihr könnt auch spenden für, wir pflanzen 3 Millionen Bäume an in diesem Jahr, ein Baum 10 Euro. Und da könnt ihr auch spenden für Bäume, ihr könnt spenden für diese Kinder von den Prostituierten, 50 Euro monatlich. Dann ihr könnt spenden für Schulbauten, ihr könnt spenden für den Emergency Fonds, also wir haben nämlich oft Überraschungsprobleme, wo eine Frau im Krankenhaus ist und nicht natürlich gebären kann. Sie braucht unbedingt einen Kaiserschnitt, hat aber das Geld nicht dafür. Und die machen den Kaiserschnitt nicht, was ich ja verheerend finde. Aber dann rufen sie uns an oft und sagen, und wir überweisen sofort das Geld und die Frau wird gerettet und das Kind auch. Also ich garantiere euch, soweit es in meiner Kapazität ist und auch in dem unserer Mitarbeiter, dass wir keine Korruption haben. Das ist für mich das Um und Auf, dass das Geld, das gegeben wird, genau dafür verwendet wird, wofür es gegeben wurde. Aber bitte schreibt euch die Konten nieder oder ich werde auch versuchen, dass ihr einen Prospekt mitnehmen könnt und dann könnt ihr euch entscheiden für eine Kinderpatenschaft oder sonst etwas unterstützen. Kinderpatenschaften werden wir auch weitergeben für Indien, denn auch die Gemeinde Strahlen der Freude hat fast 100 Gemeinden weltweit, wo sie armen Kindern dienen. Und wir wollen da einander zum Segen werden. Ich bete, dass der Herr dich 100-fach segnet
und dass du so überrascht wirst von Gott, dass du vom Staunen nicht herauskommst. Ich garantiere dir, Gott ist fähig dazu. Also von Herzen Dank und sei ermutigt, die Zukunft deines Lebens liegt in deiner Hand. Wenn wir das tun, was Gott sagt, dann wird er tun, was er uns verheißen hat. Lest im 5. Mose 28 über Fluch und Segen. Als ich das gelesen habe, dann wusste ich, ich will nie mehr ungehorsam sein in meinem Leben und nicht der Stimme Gottes gehorchen. Denn ansonsten tue ich mir selbst Schaden zufügen. Und Gott möchte nicht, dass wir Schaden zufügen, sondern dass er uns segnen darf. Und er segnet die Gehorsamen. Danke, danke. Es war eine Freude, hier aus Afrika zu euch zu sprechen. Und ich vertraue, unser nächstes Gespräch findet in Uganda statt. Shalom, shalom.